Leute, heute stelle ich mal die Isorio Kopfhörer vor. Ja, die wurden mal zur Verfügung gestellt, um es euch vorzustellen. Hier kommen wir gleich mal zu den Informationen. Dies benutzt hochwertige Materialien und auch das zweifach abgeschirmte Kabel zur Verhinderung von Störgeräuschen. Die Kopfhörer haben auch einen vergoldeten Klinkenstecker und ist für alle Audiogeräte, wo ein 3,5 mm Klinkenanschluss haben. Und ja, ihr seht jetzt ja wahrscheinlich rechts auch ein paar Bilder von den Kopfhörern. Und ja, Kabellänge sind 120 cm. Man kann damit einfach Anrufe annehmen oder auch auflegen. Dann gibt es hier noch ein Plus-Minus, also Lautstärkeregler. Und für die Musik halt auch Play und Pause. Man kann damit auch telefonieren, weil hier auch ein Mikrofon mit enthalten ist. Wartet, Leute. Da, hinten drin, der kleine Punkt hier, das Mikrofon. Ich habe auch mal einen Test gemacht, habe mal wen angerufen, habe gefragt, wie ist die Qualität so. Dort wurde mir leider mitgeteilt, dass die nicht ganz so gut war. Ich kann es selber schwer bewerten, weil ja, ich muss mir auf die anderen verlassen, dass sie halt auch das Richtige sagen. Und ja, die Kopfhörer kosten 10,99 €. Ist auch ein Link von der Amazon-Seite in der Beschreibung. Könnt ihr euch ruhig mal anschauen, wenn ihr wollt. Und die Kopfhörer haben wirklich einen guten Klang. Leider ist es so, bei solchen Kopfhörern ist es so, dass man die einfach so ja, zum Ohr hin tut. Und bei manch anderen, ne, mit Gummi steckt man es ja rein und dann ist fest. Dort muss ich mal aufpassen, dass ich nicht irgendwo hängen bleibe. Weil sonst sind die gleich aus dem Ohr draußen. Und ja, aber viele benutzen die, manche mögen auch nur Gummis, ne? Okay. Und ja, dann würde ich mal sagen, das wäre es dann wieder mit dem Video gewesen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Also für 11 Euro kann man da eigentlich nichts falsch machen. Meiner Meinung nach. Und ja, dann würde ich mal sagen, tschö, Leute.